Ich fange erstmal mit dem Mikrofon an, weil ich glaube, das trägt doch ein bisschen besser, auch wenn es gerade so ein grenzwertiger Raum ist. Ich habe geschrieben, Erziehungswissenschaft und Lehramt studieren an der Universität Hamburg. Erziehungswissenschaft oder Lehramt, darüber können wir uns nachher auch gerne diskutierend unterhalten. Ich fange mal an, ein bisschen was zu erzählen. Und zwar möchte ich Ihnen erstmal so etwas wie eine allgemeine Orientierung geben, eine berufliche Orientierung, um dann auf die Lehramtsstudiengänge zu fokussieren. Wobei ich zunächst einmal auch besprechen möchte, was verstehen wir eigentlich unter Erziehungswissenschaft? Das ist mir immer ein Hauptanliegen, dass wir erstmal deutlich machen, was bedeutet es eigentlich, dieses Fach zu studieren. Wann immer Sie Fragen stellen, dürfen Sie das bitte sofort tun, nicht alles nachher sammeln, sondern einfach reinspringen. Kurze Meldung oder wenn ich gerade in die andere Richtung gucke, dürfen Sie auch schnippen oder rufen. Dann fragen Sie bitte, was Sie zu fragen haben, was Ihnen unklar ist an der Stelle und wundern Sie sich nicht, wenn ich Ihre Frage nochmal wiederhole. Das hat was mit der Aufnahme zu tun, weil dieser kleine Vortrag, den ich hier heute halte, ganz gerne online gestellt werden soll, damit andere Studierende oder andere Studieninteressierte, die gerade nicht hier sein können, das anschauen können. Erziehungswissenschaft und Pädagogik. Das sind beides Begriffe, die Sie vielleicht möglicherweise mal hier und mal da in diesem oder in jenem Kontext hören. Es geht um die Wissenschaft von der Erziehung und Bildung, ihren Bedingungen und Formen, Regeln und Zielen. Dabei drückt der Begriff der Pädagogik eigentlich eher den Praxisbezug aus und der Erziehungswissenschaft eigentlich eher des forschenden Zuganges zum Feld. Das erstmal so als grobe Orientierung. Die nächste Frage wäre natürlich, warum studiere ich dann eine Forschung, wenn ich in die Praxis will? Darüber möchte ich im Laufe dieser inhaltlichen Darstellung hier und da ein bisschen was sagen. Wissenschaft von Erziehung und Bildung, ihren Bedingungen und Formen, Regeln und Zielen. Meint, das ist jetzt ziemlich spannend, das will ich schon mal vorwegnehmen. Erziehung, Erziehungswissenschaft, Erziehungsverständnis ist immer hochnormativ. Hochnormativ meint, dass wir uns immer an bestimmten Normen orientieren, die in unserer Gesellschaft implizit oder explizit bekannt sind. Normen können ganz implizit sein, das heißt ganz unterschwellig, nicht ausgesprochen, präsent sein. Oder sie können sehr explizit sein. Wir Bundesdeutschen haben die Norm, sei pünktlich. Das ist in anderen Nationen ganz anders. Ja, wir haben aber auch implizite Normen, die wir herausarbeiten müssen, um herauszufinden, was bestimmen wir eigentlich durch unser erziehungswissenschaftliches Verständnis. Das ist nicht einfach so Gott gegeben, sondern das bestimmen wir als Gesellschaft. Das ist etwas, worüber die Erziehungswissenschaft sich in langen Diskussionen, das nennt man bei uns Diskurse, intensiv verständigt. Das heißt, wir sind theoretisch, wir arbeiten mit ganz, ganz dicken Büchern über Theorie, verschiedenste theoretische Zugänge, verschiedenste Möglichkeiten, den Begriff der Erziehung zu diskutieren, zu wenden. Ich habe mal bei einem Autoren gelesen, der hat gesagt, das Zeitalter der großen theoretischen Würfe ist in der Erziehungswissenschaft vorbei. Was er damit meinte ist, wir haben uns viele, viele Jahre lang damit beschäftigt, was sagen große Theoretiker zu bestimmten Erziehungsparametern, zu bestimmten Bedingungen, zu bestimmten Zielen. Heute mischen wir diese großen Zugänge eher mit Forschung. Das heißt, wir arbeiten auch sehr empirisch. Vielleicht haben Sie den Begriff schon mal gehört. Empirisch meint, wir gehen forschend ins Feld und untersuchen, was eigentlich dran ist an der Idee von. Was ist eigentlich dran an der Idee davon, dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht so gut Mathematikaufgaben bewältigen können? Ich kann Ihnen sagen, von vorne weg, da ist gar nichts dran. Sie verstehen manchmal die Textaufgaben nicht, aber Sie können hervorragend rechnen. Das sind bestimmte Voreingenommenheiten, die wir in den Blick nehmen.
Ja, das ist das Forschende. Und das wird auch für Ihr späteres berufliches Handeln sehr, sehr wichtig sein, dass Sie immer wieder forschend an Ihre erziehungswissenschaftliche, pädagogische, lehrende, wie auch immer, Situation herangehen. Wenn Sie nicht forschend sind, sind Sie nicht aufmerksam und offen für das Neue, sondern halten sich in alten Annahmen fest. Ich sage das jetzt, ich sage das im Laufe des Vortrags bestimmt noch 15 Mal. Lehrerinnen und Lehrer, genauso wie in anderen Kontexten tätige Pädagoginnen und Pädagogen, brauchen einen forschenden Blick auf das, was sie tun, denn sonst würde unsere Schule noch genauso aussehen wie vor 100 Jahren. Wenn wir nie kritisch in den Blick genommen hätten, was wir da eigentlich tun, hätten wir es nie verändern können. Es gibt durchaus Schulen, die sehr, sehr veränderungsresistent sind. Es gibt aber durchaus auch Schulen, die sehr, sehr offen sind für innovative Bildungsprozesse. Und die kann ich nur dann angemessen implementieren, wenn ich sie angemessen entwickeln und angemessen begleitend untersuchen kann. Das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder forschend sind. Das wird nachher noch ein bisschen differenzierter, was sich alles als forschend herausstellt. Auf dieser Folie steht nun noch geschrieben, Ziel erziehungswissenschaftlicher Theorie und Empirie ist die Untersuchung von Wirkzusammenhängen in pädagogischen Interaktionssituationen und der Transfer gewonnener Erkenntnisse in optimiertes pädagogisches Handeln. Puh, was für ein Satz. Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Das Ziel erziehungswissenschaftlicher Theorie und Empirie. Empirie ist das, was ich forschend herausgefunden habe. Das sind Daten, Fakten, Bestandsaufnahmen, große Untersuchungen, die wir Large Scale Assessments nennen. Das kennen Sie, das ist sowas wie PISA oder TIMSS. Empirie, Untersuchung. Theorie ist eine Verdichtung von Grundannahmen, die sich immer wiederholend bestätigen lassen zu einem Konsens, zu einer paradigmatischen Aufladung von Wissensbeständen. Theorie und Empirie. Wofür brauchen wir das? Wofür ist das gut? Ist die Untersuchung von dem Zusammenhang bestimmter Implementationen oder Interventionen und deren Wirkung. Was wirkt alles eigentlich wie zusammen in einer bestimmten pädagogischen Situation? Das heißt, ich kann zum Beispiel eine bestimmte Maßnahme implementieren. Mich hat heute eine Studierende angeschrieben, ob sie bei mir ihre Bachelorarbeit schreiben kann zum Thema Mobbing. Ja, sage ich, das können Sie gerne tun. Was wollen Sie denn untersuchen? Das weiß ich auch nicht. Dann können Sie nicht bei mir schreiben. Natürlich können wir nochmal wieder in die Bibliothek gehen und schauen, was gibt es alles über Mobbing. Das bringt uns aber nicht wirklich weiter. Sondern wichtig ist, eine Forschungsfrage, was will ich eigentlich herausfinden, was, wie, wo, in welchem Kontext von Mobbing an Maßnahmen wie wirkt und warum. Ja? Die Idee ist nicht, ich nehme ein Handbuch und schreibe auf, die haben das damals so gemacht, also kann man es heute auch so machen, das weiß ich doch gar nicht. Es kann ja ganz, ganz anders sein, in diesem Zusammenhang, in dem ich hier gerade bin. Kommen Sie bitte ruhig rein. Der Transfer gewonnener Erkenntnisse in optimiertes pädagogisches Handeln kann dann zum Beispiel bedeuten, dass ich sage, meine Maßnahme war wirklich erfolgversprechend. In dieser Schulklasse hat diese Mobbing-Intervention ganz wunderbar gewirkt und ich habe dazu ganz wunderbare Untersuchungsergebnisse und dann kann ich es publizieren und zur Verfügung stellen und Praktikern an die Hand geben. Das ist dann wiederum das, was Sie im Studium zur Kenntnis nehmen, selber weitertreiben durch Ihre eigenen Forschungsfragen und dann möglicherweise als zukünftige Praktikerin oder Praktiker umsetzen. Wenn aber diese Schleife nicht gewesen wäre, wenn ich jetzt zu dieser Studierenden gesagt hätte, ja, machen Sie mal einen Aufsatz darüber, was es alles schon zum Mobbing gibt, dann wären wir kein Stück weitergekommen. Wissenschaft, Erziehungswissenschaft, genauso wie alle anderen Wissenschaften, leben davon, dass sie sich beteiligen.
Im Grunde gibt es nichts Demokratischeres, als einen wissenschaftlichen Forschungsprozess anzuschauen. Weil alle immer irgendwie ihren Beitrag zur Weiterentwicklung leisten. Deshalb nennen wir in Hamburg unseren Studiengang auch Erziehungswissenschaft. Weil es geht um eine Wissenschaft. Nämlich die der Erziehung. Gibt es bis hierher erstmal Fragen? Irgendein Begriff, den ich zu schnell überflogen habe? Irgendein? Prima. Sonst gerne dazwischen. Ich will jetzt ganz kurz 4 Kernbegriffe der Erziehungswissenschaft ganz knapp referieren und ausgehend davon in die eigenen einzelnen Handlungsfelder gehen. Ach, ich kann noch mal sagen, welche das sind. Das ist die Sozialisation, die Erziehung, die Bildung und das Begriffspaar Unterricht und Lernen. Man kann auch schreiben, Lehren und Lernen, das kann man wie auch immer aufspannen. Sozialisation meint die Gesamtheit der Bedingungen, die auf die Entwicklung eines Menschen Einfluss nehmen. Soweit erstmal klar. Dabei geht es um die Entwicklung eines Habitus in einer spezifischen Kultur, einer spezifischen gesellschaftlichen Gruppe und ihres eigenen Milieus zu einer spezifischen Zeit. Ich bin Mitglied einer bestimmten Gruppe von Personen. Die kann ich charakterisieren. Durch ihre Nationalität, durch ihre Ethnie, durch ihre kulturellen Kontexte von Milieu und von sozialer Convenience. Es gibt Theoretiker, die spannen das Feld noch viel weiter auf. Zum Beispiel Bourdieu, der spricht von kulturellem, er sagt immer Kapital dazu, Kapital, von ökonomischem, vom sozialen und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann es viel weiter aufspannen, als ich das hier tue. Wichtig bei diesem Sozialisationsaspekt ist, dass ich mir darüber im Klaren werde, dass ich in einem bestimmten Kontext groß gewachsen bin, der bei mir einen ganz bestimmten Habitus ausgelöst hat, der sich von anderen Habiten unterscheidet. Und hier sind wir bei einem nächsten ganz wichtigen Begriffspaar, nämlich dem der Zugehörigkeit und dem der Nichtzugehörigkeit. Sozialisationsprozesse bewirken Zugehörigkeiten. Das können Sie zum Beispiel ganz wunderbar nachlesen, weil hier eben schon ein Name gefallen ist bei Michael Riel. Der schreibt sehr viel über Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit. Sollten Sie später in die Pädagogik gehen, als Lehrende oder als Begleitende, als Beratende, wie auch immer, wird das Thema der Zugehörigkeit für Sie ein ganz zentrales werden. Wir sprechen in Hamburger Schulen eine Lehrendensprache und 190 Muttersprachen. Wer hat hier die leichten Zugehörigkeiten und wer die erschwerten? Schon mal völlig klar. Über diese erschwerten Zugehörigkeiten bis hin zu Nichtzugehörigkeiten müssen wir uns verständigen. Dieses Beispiel, was ich eben ganz flapsig gesagt habe, wer sagt denn, dass der nicht rechnen kann, der hat bloß die Textaufgabe nicht verstanden, ist ein ganz wesentliches für uns in unserem Lehrenden-Dasein. Unterrichtsprozesse, Begleitungsprozesse so gestalten lernen, dass wir so wenig Nichtzugehörigkeit wie möglich herstellen. Ich selber bin ein bisschen in der Migrationsforschung tätig und glauben Sie mir, es ist ein spannendes, ein wunderbares, ein großes Feld, in dem ganz viel miteinander hergestellt werden kann, wenn wir uns bewusst werden über unsere Habiten und unsere Ausgrenzungsgefahren, nenne ich es mal. Sie sehen also, der Begriff der Sozialisation steht in einem Spannungsverhältnis zwischen der Soziologie und der Pädagogik. Denn Sozialisation wirkt immer unmittelbar ins Pädagogische hinein. Zunächst einmal umspannt er eigentlich nur nicht intendierte Entwicklungsbedingungen. Das hat ja niemand intendiert, dass wir Zugehörigkeiten und Nichtzugehörigkeiten durch bestimmte Habiten herstellen, sondern das passiert einfach so. Wir werden in ein bestimmtes soziales Milieu hineingeboren. Jetzt kommt Bourdieu wieder ins Spiel. Bourdieu sagt, es gibt ein kulturelles Kapital, das auf eine nicht intendierte Art entsteht, Zugehörigkeiten herstellt, aber durchaus intendiert
nicht Zugehörigkeiten aufzumachen. Da lasse ich sie schon mal gar nicht rein. Oder sowas. Ne? Ich überziehe ein bisschen, aber die Idee ist, da lasse ich sie schon mal gar nicht rein. Hier ist diese gesellschaftliche Gruppe abgeschirmt von einer anderen. Das sind sehr vorbewusst ablaufende Prozesse oftmals. Wenn ich mich unterhalte, ich will Ihnen sagen, ich komme aus dem Landwirtschaftlichen. Ich kann ziemlich gut Trecker fahren. Ich kann nicht ganz so gut fließend Latein. Ja? Im Ländlichen bin ich sofort drin. Gleich Teil der Szene, gleich Teil der Kultur, gleich Teil der sozialen Gruppe. Das ist bei mir manchmal schwieriger, wenn ich mich in Kontexte bewege, in denen es um das Reflektieren von lutherianischen Übersetzungen geht. Da wackelt das ein bisschen. An diesem krassen Beispiel also sehr deutlich zu sehen, es gibt ganz klare Habiten, die entwickelt werden, und das ist nicht intendiert gewesen. Meine Großeltern und Eltern wollten mich nicht ausklammern vor dieser anderen Gruppe. Hinzu kommt, und das sind jetzt weitere Überlegungen im Kontext von Sozialisation, was ist aber nicht intendiert, wie kann die Grenze zur Intentionalität gesellschaftlicher Bedingungen gezogen werden? Und jetzt kommt wieder Bourdieu ins Spiel. Der sagt nämlich, aber das ist schon so, dass Kulturen mit ihrem Kapital experimentieren. Und das sagt nicht nur er. Es ist schon so, dass wir Ausschließungen vornehmen, dass wir Erhöhungen vornehmen, Erniedrigungen vornehmen, dass wir also intentional tätig werden, indem wir uns vor irgendwas schützen oder keine Ahnung, was passiert. Gesellschaftliche Bedingungen haben also auch Intentionen. Und derer werden wir uns bewusst, wenn wir über Sozialisation, Sozialisationsbedingungen und in diesem Sinne mit der Sozialisationsforschung beschäftigen, denn diese liefert bedeutsame Erkenntnisse für die Pädagogik an dieser Stelle. Sie sehen also, der Sozialisationsbegriff ist ein relativ spannender für uns in der Erziehungswissenschaft und Pädagogik. Erziehung. Es gibt, einige von Ihnen haben das schon ein bisschen in ihren gesellschaftswissenschaftlich orientierten Unterrichtsfächern gehabt, zahlreiche Erziehungstheorien. Kant, haben Sie alle mal gehört, Kant sagt, Erziehung dient der Aufklärung, dem Austritt des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, dadurch, dass er sich seines Verstandes bedient, und das kann nur passieren, wenn der entwickelt ist. Kant sagt dementsprechend, es braucht Disziplinierung, um in diese Vernunftbegabung hineingeführt zu werden. Erziehung wird zum Beispiel bei Brezinka, das ist ein empirisch orientierter Pädagoge, bezeichnet als Beeinflussung psychischer Dispositionen. Er schreibt: Unter Erziehung werden soziale Handlungen verstanden, durch die Menschen versuchen, das Gefüge der psychischen Dispositionen anderer Menschen mit psychischen und oder sozial-kulturellen Mitteln in irgendeiner Hinsicht dauerhaft zu verbessern oder seine als wertvoll beurteilten Komponenten zu erhalten. Es geht hier also um ganz gezielte Beeinflussung zur Verbesserung des Gefüges psychischer Disposition. Was das ist, kann man bei Brezinka genauer nachlesen. Hier sind also noch ganz viele Definitionsleistungen nachzuliefern, wenn ich mich hier auf dieses Zitat beziehe. Erziehung wird in der humanistischen Psychologie, davon haben Sie auch schon mal gehört, bezeichnet als die Entwicklungsunterstützung zum Guten hin. Die humanistische Psychologie haben Sie ein bisschen kennengelernt, als Sie mal die Bedürfnispyramide von Maslow angeschaut haben. Die meisten von Ihnen kennen diese aus dem Unterricht. Maslow sagt, ein Mensch kann sich frei entwickeln und zu seinem Guten hinstreben, wenn seine Grundbedürfnisse physiologischer und psychischer Art abgesichert sind. Dann fängt die geistige und später auch die spirituelle Entwicklung an.
Das ist eine Annahme von einem ganz alten Vertreter der humanistischen Psychologie. Sehr umstritten, diese Annahme. Man kann auch lernen, wenn man Hunger hat. Das würde man bei Maslow erstmal nicht vermuten, dass das funktioniert. Allerdings wichtig, was bei ihm sehr deutlich zum Ausdruck kommt, ist die Annahme einer Selbstaktualisierungstendenz im Menschen. Wenn ich annehme, dass Menschen immer wieder die Tendenz haben, sich ihren inneren und äußeren Bedingungen entsprechend zu aktualisieren und das selbstständig vollziehen können, wenn sie unter guten Bedingungen leben, dann habe ich ein ganz anderes Erziehungsverständnis, als wenn ich sage, Disziplinierung, damit die Vernunft wirksam werden kann. Eine weitere, ganz andere Position nimmt die symbolische Interaktion an. Das geht in die Kontextualisierung von Mead und Krohn und anderen hinein. Die sagen, es geht immer um Interaktionsprozesse, die in bestimmter Weise symbolisiert werden. Bei Mead wird da viel von Rollenübernahmen und Rollenspielen gesprochen, zur Ausformen der eigenen Persönlichkeit in der Interaktion. Da liegt der Fokus dann sehr stark auf Verständigungsprozessen, auf Wertschätzung und so weiter und so fort. Ich habe Ihnen hier gerade vier verschiedene Zugänge zur Erziehung minimalst skizziert und Sie erkennen, wie breit dieser kleine Aufriss das Feld der Erziehung schon macht. Erziehung ist nicht 1, 2, 3, sondern Erziehung bedeutet immer, ich muss genau nachgucken, wo bewege ich mich eigentlich, auf Basis welcher Anthropologie tue ich eigentlich mit welchen theoretischen Versicherungen und welchen empirischen Daten was. Erziehungswissenschaft beschäftigt sich eigentlich nur mit intendierten Entwicklungsbedingungen. Wir kommen nochmal auf die Sozialisation zurück, da ging es um die nicht intendierten. Allerdings gibt es immer auch Überlappungen und Schnittstellen. Haben pädagogische Bedingungen nicht auch Nicht-Intentionen? Wir sitzen hier alle in einem Hörsaal, in einer bestimmten Konstellation miteinander. Ist alles davon intendiert, was sich in dieser Lehrsituation gerade abspielt? Oder gibt es nicht auch Nicht-Intendiertes? Das kann durchaus sein, dass Menschen hier sind, die sagen, ich habe was ganz anderes intendiert mit meinem Hiersein. Das ist auf jeden Fall möglich. Das ist auf jeden Fall möglich. Es ist auch möglich, dass Sie neben Menschen sitzen, die Sie noch gar nicht kennen, die Sie vielleicht gerade kennenlernen oder nicht die Intention haben, Sie kennenzulernen oder wie auch immer. Bei allen Fragen, die wir uns im Kontext von Erziehung und Erziehungszugänglichkeiten stellen, ist die zentrale Frage aus meiner Sicht, was ist eigentlich meine Idee von Erziehung? Und das muss ich reflektieren. Diese Idee ist gebunden an ihr eigenes Erziehungserleben. Sie haben eine bestimmte Vorstellung von Erziehung und von Unterricht. Ich nenne mal beides. Wir arbeiten mit unseren Lehramtskandidaten, wenn sie bei uns in der Universität anfangen zu studieren, oftmals ausgehend von der Frage, wie warst du eigentlich als Schülerin? Wie hast du eigentlich deine Lehrerin erlebt? Welche Bilder, welche Motivation, welche Ideen von gutem pädagogischen Handeln bringen Sie eigentlich aus Ihrer 12-jährigen Erfahrung von Schülerdasein mit. Sie sind Expertinnen und Experten im Unterricht. Auf der Seite. Und da steckt ganz viel bedeutsames Material darin, in dem, was Sie dort erfahren haben. Das ist einerseits sehr förderlich und kann sehr weit tragen, kann motivational sehr bedeutsam sein, kann dazu führen, dass Sie überhaupt bei uns ins Lehramt gehen, kann aber auch aus einer ganz anderen Seite kommen von, ich möchte unbedingt Lehrerin werden, weil es war so furchtbar, das muss ich besser machen. Auch das ist durchaus möglich. Wichtig ist auf jeden Fall, das zu reflektieren, weil beide Erfahrungen
bestimmen. Sei es nun, ich möchte so gut werden wie Herr Müller oder ich möchte es unbedingt besser machen als Herr Mayer, sind zwei wesentliche Foci. Das heißt, sie fokussieren und klammern damit zunächst mal aus. Das müssen wir in den Blick nehmen. Ich habe eine bestimmte Vorstellung davon, was richtig und was falsch ist, und die gilt es kritisch zu hinterfragen. Dabei geht es also um die Reflexion der mit ihren Erfahrungen und generierten Ansicht von gelungener Erziehung. Das heißt, ist es wirklich gut, dass ich das und das gut fand? Oder kann ich das nicht auch mal ganz anders wenden? Ja, ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Ich komme auf eine andere Folie auch noch dazu. Ich referiere oft über Lerntheorien. Und dann geht es so darum, was ist eigentlich Lernen und welche Menschenbildannahmen stecken dahinter und so weiter und so fort. Und dann erzähle ich davon, dass ich in eine Schulklasse in der Grundschule gehe und beobachte und sehe, dass die Lehrerin in der Ecke so eine Wäscheklammer aufgespannt hat. Und immer wenn die Klasse leise ist, macht sie eine Wäscheklammer daran. Und wenn die Klasse laut ist, nimmt sie eine wieder ab. Und irgendwann sind 10 Wäscheklammern voll und dann bekommen die Kinder zur Belohnung eine Viertelstunde länger Pause. Oder was auch immer sie sich ausdenkt. Ja, das kann sein, dass es kurzfristig wirkt. Es kann auch sein, dass die Kollegin mir das Verfahren ganz stolz präsentiert, weil es echt klappt. Es klappt aber nur ganz kurz. Kurzfristig. Es geht ja nicht um Einsichtsförderung, es geht nicht um autonome Lernprozesse, sondern es geht darum, dass wir Sätzen von Klammern als Belohnung markieren für etwas, was mit dem Unterrichtsgeschehen erstmal gar nichts zu tun hat. Die Kinder sind nicht leise, weil sie sich engagieren und fleißig lernen. Sie sind nicht leise, weil sie wirklich Spaß am Unterrichtsgeschehen haben. Sie sind nicht leise, weil sie erfasst haben, dass sie möglicherweise Gruppenprozesse dominieren, wenn sie laut sind oder was auch immer. Sie sind leise, damit da eine Wäscheklammer hängt. Das mag kurzfristig funktionieren, langfristig ist es aber kein spannender Lernprozess. Das heißt also, wenn jemand sagt, das ist gelungene Erziehung, das hat geklappt, dann würden wir sagen, nö. Das hat sicherlich geklappt, aber es ist nicht gelungene Erziehung. Da müssen wir nochmal richtig in die tiefen Bohrung hinein und uns fragen, was ist eigentlich gelungene Erziehung? Was sind unsere Intentionen, was sind unsere Ziele? Was sind auch unsere Normen, die gesetzt werden? Und es geht immer auch darum, zu reflektieren, was meine ich eigentlich mit Verbesserung? Verbesserung von Persönlichkeitsmerkmalen, von Lernergebnissen, Verbesserung von Gesellschaft. Ich begreife jeden Menschen, der in der Pädagogik tätig ist, schon als jemanden, der einen Beitrag zur Gesellschaft leistet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir im Moment auf dem Weg einer Verbesserung sind. Wir müssen uns kritisch damit auseinandersetzen, was eigentlich Verbesserung ist. Und unter welchen Bedingungen sich welche Fähigkeiten, Fertigkeiten, Habiten auch nicht immer nur zur Verbesserung entwickeln. Ich will das jetzt gar nicht politisch, gesamtgesellschaftlich aufladen, sondern ich will Ihnen ein ganz kleines Beispiel sagen. Meine Kinder haben nicht ein Viertel von dem gelesen, bis sie in die Universität gegangen sind, als ich. Nicht ein Viertel. Meine Kinder haben eine unfassbare Kompetenz in WhatsApp und Facebook. Meine Kinder haben eine unfassbare Kompetenz, Internetseiten unglaublich schnell zu erfassen und sind multitaskingfähig. Aber sie können nicht lesen. Im Sinne eines versunkenen, 5 Stunden lang das Essen vergessenden Auflösens im Text. Können Sie das noch? Hier geht es darum zu gucken, wie gehen wir damit so um, dass dieses Flow-Erleben im Text Ihnen wieder geschenkt werden kann.
Ein Beitrag, glaube ich, auf dem Hintergrund von was ist eigentlich Verbesserung. Bis hierher Fragen oder? Gut. Bildung. Ein weiterer Begriff, mit dem wir uns natürlich beschäftigen. Bildung. Formale Bildung betrifft die innere Entwicklung, die Entwicklung der Persönlichkeit, den Erwerb kritischer Auseinandersetzungsfähigkeit mit den Bedingungen unseres Lebens. Materiale Bildung betrifft den Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten, Übernahme und der Erwerb von Bildungsgütern wie Sprache, Kulturtechniken, Naturwissenschaften, neue Technologien und so weiter und so fort. Das heißt also, Bildung beinhaltet immer den Aspekt der Selbstbildung wie auch den der Wissensvermittlung. Es geht darum, dass ich Wissen zur Verfügung habe. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn ich auf der Straße auf Englisch nach dem Weg gefragt werde und dann im Internet recherchiere, wie das wohl auf Englisch heißt. Ich glaube, wir brauchen Wissen, Wissensbestände, die wir verfügbar haben. Und wir brauchen darüber hinaus die Möglichkeit, uns kritisch mit unserem Wissen, mit unserer Umwelt, mit unserem Sein auseinanderzusetzen. Das ist dann, glaube ich, der Königsweg der Bildung. Darum muss es gehen. Darum muss es gehen, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern, unseren Klientinnen und Klienten, unseren Adoleszenten, die wir begleiten, wem auch immer, die Möglichkeit eröffnen, sich kritisch reflektierend mit den Bedingungen unseres Lebens auseinanderzusetzen. Damit wird das Wissen Mittel zum Zweck. Viele von Ihnen, ich wage es mal so anzunehmen, wenn Sie die ähnliche schulpraktische Erfahrung haben wie ich, dann sind viele von Ihnen beim Wissenserwerb stecken geblieben und das Reflektieren können Sie privat machen oder sowas. So habe ich meine Schulzeit erlebt, so habe ich übrigens auch die Schulzeit meiner Töchter erlebt. Da ging es doch sehr, sehr viel darum, Klausuren zu bestehen und dann nicht mehr über die Gegenstände nachzudenken, mit denen man sich da die Nächte um die Ohren geschlagen hat. Das hat mit Bildung nicht viel zu tun. Wissen wird erst dann verfügbar und lebendig, wenn ich lerne, es kritisch zu wenden. Ein wesentlicher Aspekt von Bildung. Denn Bildung dient sowohl der Entfaltung des inneren Menschseins und der eigenen Individualität, also der Bildung zum Selbstzweck, als auch zur gesellschaftlichen Nützlichkeit, was durchaus eine kritische Haltung zur Gesellschaft und die Handlungsbereitschaft zu deren Weiterentwicklung beinhaltet. Bildung bedarf ebenso wie Erziehung der Reflexion. Das heißt, mein Erziehungsverständnis muss ich genauso zur Reflexion bringen wie mein Bildungsverständnis. Es geht um eigene Bildungsideale, um eigene Bildungsziele und um die Gesellschaft impliziten und expliziten Intentionen und Funktionen. Es geht um Normativität, das heißt um das, was sich in Normen eigentlich im Hintergrund abspielt. Und es geht um die Weiterentwicklung von Bedarfen und Erfordernissen. Ich rede jetzt noch 5 Minuten so weiter und dann haben Sie hoffentlich eine Idee davon, warum man Erziehungswissenschaft studieren muss, wenn man Lehrerin oder Lehrer werden möchte, wenn man Pädagogin oder Pädagogin werden möchte. Es geht basal darum, dass Sie sich mit vielen theoretischen Überlegungen auseinandersetzen, bevor Sie ins Feld gehen. Für mich, ich gehe immer so weit, ich sage zu meinen Studierenden auch, wenn Sie Biologielehrer werden wollen, weil Ihnen die Biologie Spaß macht, ist es dringend erforderlich, dass Sie Ihren Horizont öffnen und sich nicht nur für die Biologie interessieren, sondern auch für die Erziehungswissenschaft. Denn wenn wir mit einigen Theoretikern diskutierend argumentieren, würden wir sagen, die Erziehungswissenschaft ist eigentlich die Heimatwissenschaft und die Biologie ist Mittel zum Zweck. Wenn ich die Biologie behandle als eine Fachwissenschaft, abgekoppelt von ihrer kritischen Auseinandersetzungsfähigkeit im Kontext von Nachhaltigkeit, dann verkürze ich den Zugang.
Wenn mir aber klar wird, dass ich mit der Biologie die Möglichkeit habe, mit einem biologischen Verständnis in die Welt zu gehen und Nachhaltigkeit herzustellen, kritisches Bewusstsein herzustellen, dann bin ich in einem Auseinandersetzungsprozess gesellschaftlicher Art. Den kann ich aus meiner Sicht gerade dann angemessen führen, wenn ich mich mit Erziehungswissenschaft beschäftigt habe. Soweit erstmal das. Jetzt komme ich zum Lernen. Ich habe das eben schon vorweggenommen, da mit diesen Wäscheklammern. Lernen meint jedwede Verhaltensveränderung eines Menschen, eine gezielte Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten im Kontext einer spezifischen Domäne. Und das vollzieht sich auf Basis verschiedener Menschenbilder. Dieses Wäscheklammernmodell nennt man behavioristisch. Das haben Sie mal gehört, den Begriff. Das ist Pavlo mit den speichelleckenden Hunden. Das kennen Sie aus dem Biologieunterricht. Ja? Ein Verhaltensansatz, der sagt, Menschen bestehen aus Reizen und Reaktionen. Und jedwedes Verhalten wird in Form von Reizreaktionsketten zusammengefügt. Es gibt aber ganz andere Lerntheorien, die mit ganz anderen Menschenbildannahmen funktionieren. Ja? Bandura ist der Übergang aus dem Behaviorismus in eine Eröffnung, sagen wir mal, denkender Fokussierung. Ich will jetzt nicht zu viele Fremdwörter sagen. Bandura ist derjenige, der gesagt hat, Nachahmung, Reizreaktion passiert im Modelllernen immer dann, wenn ich das Modell wertschätze, akzeptiere, für interessant befinde oder sehe, dass es einen gesellschaftlichen Zugewinn hat durch sein Verhalten. Bandura sagt, ich nehme einen Menschen zum Modell, der in seiner Wirkung bei mir die Spur hinterlässt, es macht Sinn, dieses Verhalten zu zeigen. Was hat Bandura damit gemacht? Bandura hat damit den Übergang aus dem reinen Reizreaktionsmodell geschaffen in ein Modell, das über innere Bewertungsprozesse nachdenkt. Denn ich bewerte ja das Modell, bevor ich ihm nachfolge. Das ist sozusagen der Übergang aus der Verhaltenstheorie in die Theorien, die sich mit Denkprozessen beschäftigen. Vielen Dank für den Hinweis. Ausgehend von Bandura gibt es viele andere Lerntheorien, die immer stärker auf die Autonomie fokussierend sich orientiert haben, die sich intensiv immer noch mit verschiedensten Prozessen befassen, die bis hin zu neurobiologischen, ganz aktuellen Studien sich damit beschäftigen, wie funktioniert Denken, wie funktioniert Lernen, wie funktioniert Erinnerung, wie funktioniert Problemlösung und wie können wir dazu beitragen, dass dieses motivational gut gesteuert ausgeführt wird. Das ist das, was Lerntheorien im Großen und Ganzen tun. Und um das zu verstehen, ist es wichtig, dass wir einen Überblick über Lerntheorien haben, damit wir eben nicht mit diesen Wäscheklammern da immer rumhantieren. Lerntheorien und erziehungswissenschaftliche Theorien führen dann zur Ausformung von Didaktiken. Das meint einfach die Kunst des Lehrens. Das heißt, was ist eigentlich eine gute Lehrform, wenn ich auf dieses Menschenbild, auf diese erziehungswissenschaftliche Theorie aufsetze? Und dann leiten wir ausgehend von den Didaktiken als grundlegende Prinzipien guter Unterrichtsgestaltung spezifische Methoden ab. So, das können Sie alles tun. Und das ist auch alles wunderbar und wertvoll, wenn Sie sich ausführlich mit der Erziehungswissenschaft und ihren Zugängen beschäftigt haben. Diese Kollegin mit den Wäscheklammern, die hat das nicht gemacht. Die hat es einfach nur gut gemeint. Das wirkt doch. Und hat nicht rückverfolgt, sondern sie ist im Grunde bei dem letzten Punkt, bei den Methoden, eingestiegen. Und hat nicht den Weg zurückgemacht, worauf setze ich eigentlich auf. Damit Ihnen das nicht passiert, müssen Sie Erziehungswissenschaft studieren, wenn Sie ins Lehramt wollen. Deshalb geben wir uns so viel Mühe, den Unterricht so breit zu gestalten, sie ins Reflektieren zu bewegen, damit sie nachvollziehbar begründen können, was sie da eigentlich tun und nicht beliebig in den Methoden stecken bleiben. Das ist die Funktion der Erziehungswissenschaft im Kontext von Lehren, genauso wie Begleiten, Beraten, Erziehen. Da spielen diese Paradigmen genau die gleiche Rolle. Wenn Sie nicht wissen, warum Sie was tun, dann ist es beliebig und dann könnte das Ihre Mutter genauso gut oder Ihre Großmutter oder wie auch immer. Ich habe mal eine Studie gelesen, da ging es um Psychotherapie.
Da haben die Untersuchungen gemacht, sind Mütter von 4 Kindern bessere Psychotherapeuten als ausgebildete Psychotherapeuten? Es gab keinen besonders großen Unterschied zwischen diesen beiden Menschengruppen. Es war vielleicht eine triviale Untersuchung, ich habe das nicht weiter verfolgt, aber was es auf jeden Fall zeigt, ist, wo ist denn eigentlich der Unterschied? Und das konnte man anhand dieser Untersuchung gut diskutieren. Der Unterschied ist darin, dass diese Bezugsgruppe 4 Kinder und mehr eine bestimmte Zuwendung herstellen, die vorübergehend bestimmt gut tut, diese aber gar nicht näher begründen, also nicht theoriegebunden begründen und keine Ziele und Intentionen mit dieser Intervention verbinden, die theoriegeleitet hergeleitet ist, sondern sie haben einfach gesagt, ich mache das mal so, das wird ihm schon gut tun. Langfristige Studien sagen dann, das funktioniert nicht so, weil eben nach der Beliebigkeit auch eine theoriefundierte, begründete, praxeologisch nachvollziehbare Intervention die eigentliche bedeutsame Rolle spielt. Das ist der Grund, warum wir diese ganzen Studien betreiben. Es geht nicht nur darum, dass sie die erziehen, es geht darum, dass sie guten Unterricht gestalten. Und guten Unterricht gestalten, dafür brauchen sie ein Verständnis von Lerntheorien, von Didaktiken und dann von Methoden, damit sie wissen und begründen können, was sie tun. Die Erziehungsarbeit in der Adoleszenz ist aus meiner Sicht eine sehr hohe. Und ich glaube auch, dass im gymnasialen Bereich immer noch sehr viel Erziehung stattfindet. Und dass wir dafür auch ein großes Bewusstsein herstellen können und sollten. Und ich erlebe unsere Gymnasialstudierenden auch sehr aktiv in dem Bereich. Und auch über die Auseinandersetzung mit Lerngegenständen komme ich ja in eine bestimmte Haltung meinem, in Anführungszeichen, Zögling gegenüber, der ihn oder sie formt oder Formungsgelegenheiten bietet. Also ist sehr viel Erziehendes drin, über den Stoff, über die Reflexion und natürlich auch über alles, was nebenher nicht intendiert, möglicherweise auch funktioniert. Ich habe die Frage vergessen zu wiederholen, ne? Gut. Okay, dann gehe ich jetzt mal weiter, nachdem wir dieses Theoriefundament, worum geht es hier eigentlich, was soll das eigentlich, uns die Handlungsfelder anschauen. Handlungsfelder und berufliche Orientierung sind Schule, Erwachsenenbildung, Kinder- und Jugendbildung, Sozialpädagogik, Sonderpädagogik und berufliche Aus- und Weiterbildung. Schule, das ist das, da sind Sie alle Experten drin, das kennen Sie. Erwachsenenbildung ist der Bereich, in dem es darum geht, Menschen, die aus der Schule entwachsen sind, in Bildungsprozessen zu begleiten. Das kann sein, dass wir ganz zurückgehen in die bekannte Form von Volkshochschulen. Es kann sein, dass wir uns ganz projektiv im Moment beschäftigen mit Deutschkursen für Ausländerinnen und Ausländer. Das kann sein, dass wir berufsbegleitende Maßnahmen in den Blick nehmen. Es kann durchaus sein, dass es um selbstreflektierende Zugänge geht. Es kann sein, dass es um Unternehmen geht, die bestimmte Soft Skills von Ihnen einfordern oder auch bestimmte konkrete Inhalte an Ihre Mitarbeitenden weitergeben wollen. Der Bereich der Erwachsenenbildung ist relativ breit. Alles, was in irgendeiner Form mit erwachsenen Menschen in Bildungskontexten stattfindet, ist Erwachsenenbildung. Dabei spielt das Wort der Literalität aktuell eine ganz bedeutsame Rolle. Das heißt, welche erwachsenen Menschen brauchen Unterstützung, um Fähigkeiten weiterzuentwickeln, sich an unseren kulturellen Dialogen zu beteiligen? Ich glaube, ich liege ungefähr richtig, wenn ich sage, 1% unserer Bevölkerung sind Analphabeten, funktionale Analphabeten. Die können ihren Namen zwar schreiben, aber viel dahinter nicht mehr. Ich finde, das ist eine unfassbar große Zahl von Personen. Wie viel sind wir hier? 200? 150? 1,5 von Ihnen können nicht lesen und schreiben. In diesem Fall nicht, aber stellen Sie sich das mal bitte vor. Gehen Sie heute Abend mal bewussten Auges durch die Straßen und schauen sich an, wann Ihnen 100 Personen begegnet sind. 1% ist eine ganz große Zahl.
Hier ist ein Riesenfeld für die Erwachsenenbildung. Bei uns in Hamburg vertritt Anke Grotlüschen diesen Bereich sehr engagiert und beschäftigt sich explizit mit diesem Thema. Ich finde es ein spannendes Aufgabenfeld. Ich selber habe mal gelernt, Kurse für funktionale Analphabetinnen und Analphabeten anzubieten. Das Erste, was ich lernen musste, war, ich glaube, wir haben damals eine indogermanische Sprache gehabt, irgendwas ganz Altes, wo ich noch nicht mal die Schrift konnte. Das haben wir 10 Stunden lang gemacht, um zu erfahren, wie es sich anfühlt, in einer Welt zu sein, in der ich nicht lesen kann. Wie abgeschnitten ich eigentlich vom Umweltgeschehen dadurch war. So. Ganz spannende Erfahrung. Kinder- und Jugendbildung und Sozialpädagogik ist ein Bereich. Kinder- und Jugendbildung außerschulisch gedacht jetzt. Dabei fangen wir natürlich im Elementarbereich an, das heißt in Kindertagesstätten oder Kinderheimen auch. Kindertagesstätten haben einen Bildungsauftrag. Das heißt, es geht nicht nur darum, erzieherisch zu handeln, sondern auch bildend zu handeln. Die frühkindliche Pädagogik nimmt an verschiedenen Standorten unserer universitären Landschaft immer stärker zu. Dabei geht es um ganz interessante Forschungsprojekte, die wir sehen können. Frühkindliche Bildung meint natürlich nicht so stark fokussiert auf Wissensakkumulation im klassischen schulischen Sinne, sondern Förderung von Selbstkompetenz. Wie kann ein Kind Kompetenzerfahrungen? Wie kann es Selbstkonzeptsicherung erleben, die dafür sorgen, dass es sich nicht permanent in Unsicherheitszuständen befindet? Es wird in unserer Gesellschaft auch langfristig immer mehr bedeutsam, wenn ich das richtig beobachte. Ich selber komme nicht aus der frühkindlichen Förderung, aber ich habe vor einiger Zeit mal einen kleinen Band veröffentlicht mit Kollegen zusammen, in dem es darum ging, Achtsamkeitsförderung in Kindertagesstätten und Schulen zu implementieren, mit der Idee, dass Kinder, die Sicherheits- und Glückserfahrungen in bildenden Kontexten erfahren, nicht so straucheln, sage ich mal. Einfach ausgedrückt. Wie kann ich Sicherheit sehr früh implementieren, damit Menschen sich motiviert in ihre Gesellschaft hineinbegeben? Das wäre so ein erster Impuls in Richtung Elementarbildung. Kinder- und Jugendbildung, auch immer unter dem Schlagwort Sozialpädagogik, haben Sie natürlich auch Bilder davon, was passiert eigentlich in Jugendheimen, in Jugendzentren, wie können Menschen, deren Bildungsvoraussetzungen nicht so strukturiert sind wie in anderen Milieus, Unterstützung erfahren, gute Wege in die Gesellschaft zu bekommen. Und hier gibt es sehr viel zu tun. Dabei geht es auch um Partizipation, das heißt Menschen frühzeitig darin zu begleiten, ihren Anteil in dieser Gesellschaft wahrzunehmen. Und das hat aus meiner Sicht auch dahingehend große Bedeutung, als dass wir in unserer Gesellschaft, das ist in anderen schon länger der Fall, als in unserer, aber wir haben es langfristig im Moment zu tun mit Generationen von Arbeitslosigkeit oder was auch immer. Generationen von meint, der Aufbruch aus diesem Milieu braucht Unterstützung. Wie kann es gelingen, neue motivationale Ziele zu setzen? Wie kann es gelingen, ein Engagement für Werte zu etablieren, die möglicherweise nicht einfach im Milieu gegeben sind? Das meine ich nicht entwertend, das dürfen Sie nicht falsch verstehen. Die Beobachtung ist einfach, es gibt bildungsnahe und es gibt bildungsfernere Milieus. Und bildungsferne bedeutet in unserer Gesellschaft oftmals ein Abschneiden von Beteiligungsprozessen. Und hier wieder Partizipation herzustellen, darum geht es. Die Sozialpädagogik wächst sich aber in ihren Tätigkeitsfeldern auch aus in höhere Altersstufen. Also es geht nicht nur um Kinder und Jugendliche. Mein berufsbiografischer Lebensweg hat damit angefangen, dass ich in einer Psychiatrie-Nachsorgeeinrichtung tätig war.
Da hatten wir es fast ausschließlich mit erwachsenen Menschen zu tun, die im Nachgang nach Psychiatrieaufenthalten in die Gesellschaft zurück begleitet werden durften. Eine wahnsinnig schöne Aufgabe, aber bestimmt auch sehr schwer. Hier geht es natürlich auch darum, Irritationen, die stattfinden, aus dem Subjekt heraushebend zu betrachten. Auch das ist uns ein großes Anliegen. Nicht jede Krise, nicht jede Irritation ist ursächlich im Individuum angelegt. Das hat immer ganz viel mit unserer Gesellschaft zu tun. Und auch das kritisch in den Blick zu nehmen, wie irre machen wir eigentlich unsere Mitbürger, wäre zum Beispiel so eine Frage. So. Indem wir Autonomiebereiche verkürzen oder was auch immer. Ein weiteres Handlungsfeld ist die Sonderpädagogik. Die Sonderpädagogik bis vor kurzem sehr, sehr fokussiert auf die Sonderschulen, entwickelt aktuell ein ganz neues Berufsfeld, weil wir integrativ unterrichten, das heißt, wir betreiben Inklusion, wir lösen die Sonderschulen weitgehend auf und die Kinder und Jugendlichen, die unter einer körperlichen oder geistigen oder motorischen oder wie auch immer Beeinträchtigung leiden, dürfen, müssen nicht, aber dürfen in Regelklassen unterrichtet werden. Das suchen sich die Eltern in Absprache mit den Kindern und Lehrern dann selber aus und es führt dazu, dass ganz viele Kinder und Jugendliche in Regelklassen unterrichtet werden. Das muss begleitet werden. Dadurch ändert sich das Handlungsfeld des Sonderpädagogen aber etwas. Es ist nicht mehr so stark auf eine bestimmte Schulform bezogen, sondern es hat schon einen Fokus auf Begleitung in verschiedenen Kontexten. Dafür müssen Sie Sonderpädagogik studieren. Ich hoffe, dass ich gleich noch dazu komme, diese Studiengänge ganz kurz vorzustellen. Wenn Sie Erziehungswissenschaft studieren, ist Erziehungswissenschaft, ich sage das mal zwischendurch, immer ein Fach. Wenn Sie in die Schule gehen, ist es eins von drei Fächern. In die Regelschule, Primar- und Sekundarstufe oder Gymnasium, studieren Sie Erziehungswissenschaft und Biologie und Englisch oder welche Fächer auch immer. Es ist also eins von drei Fächern. Wenn Sie in die Erwachsenenbildung gehen oder in die Kinder- und Jugendbildung / Sozialpädagogik, dann studieren Sie Erziehungswissenschaft im Hauptfach und ein anderes Fach im Nebenfach. Das hat aber nichts mit Unterrichtsfächern zu tun. Es kann durchaus sein, dass Sie im Nebenfach Afrikanistik studieren oder was auch immer. Wenn Sie in die Sonderpädagogik gehen, dann studieren Sie Erziehungswissenschaft, Sonderpädagogik und ein Unterrichtsfach. Und wenn Sie in die berufliche Aus- und Weiterbildung gehen, dann studieren Sie entweder in der beruflichen Ausbildung Berufsschullehramt, das ist wiederum Pädagogik, also Erziehungswissenschaft und zwei Unterrichtsfächer, die allerdings in Arbeitsbereiche anders eingeteilt sind als die Schulfächer. Und wenn Sie in die berufliche Weiterbildung gehen, studieren Sie Erziehungswissenschaft als Hauptfach und irgendwas anderes als Nebenfach. Hier ist gerade die Frage gestellt worden, ob Sozialpädagogen den schlecht bezahltesten Akademikerjob haben. Das kann sein, dass Ihnen das passiert, wenn Sie nach dem Bachelor ins Berufsleben gehen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es inzwischen sehr viele Entwicklungschancen gibt für Sozialpädagogen, die auch langfristig dazu führen, dass sich gute Gehaltsgruppen herstellen lassen. Ihr Berufseintritt ist möglicherweise nicht so günstig wie im Lehramt. Dafür haben wir im Lehramt die längere Stagnation. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn Sie im Lehramt mit einem bestimmten Gehalt anfangen, dann bekommen Sie das, bis auf dass Sie noch mal ein, zwei Mal springen, ja im Grunde Ihr Leben lang. Die Entwicklung der sozialpädagogischen Berufe ist schwer zu prognostizieren. Ich weiß, dass wir eine Nachfrage in diesem Bereich haben, die höher ist als je zuvor. Wenn Sie mal in die Zeitungen blicken, es werden immer Sozialpädagoginnen und Pädagogen gesucht. Das war zu meiner Zeit ganz anders. Wir können nur hoffen, dass die Wertschätzung der Gesellschaft diesen Berufsgruppen gegenüber zunimmt und dass sich dadurch auch gute Berufsfelder aufmachen.
Allerdings darf man auch nicht die Augen davor verschließen, wenn Sie ein ökonomisch orientiertes Studienfach wählen, bekommen Sie vielleicht mehr Gehalt. Geborene Pädagoginnen, also Talente versus Pädagoginnen lernen. Ich glaube, das habe ich ein bisschen deutlich gemacht. Der geborene Pädagoge, wenn zu mir ein Studierender kommt und sagt, ich kann das alles schon, ich bin so ein toller Jugendgruppenleiter gewesen, ich will eigentlich direkt ins Fach, dann haben wir immer eine Auseinandersetzung. Sehr freundlicher Art natürlich, aber wir müssen uns darüber verständigen, dass hier noch ein bisschen Reflexion aufgesetzt werden muss. Geborene Pädagoginnen, also Talente, auch die, es gibt Menschen, die haben einen schönen Zugang zu Menschen, aber auch die brauchen natürlich eine theoriegeleitete Begründungsfähigkeit ihres Handelns. Und auch die brauchen natürlich Gelegenheit, ihre Normen zu reflektieren und ihre Weltsichten in Frage zu stellen. Das heißt, es geht immer darum, sich in pädagogischen Berufen zu professionalisieren. Professionalisieren meint, dass ich über eine reine Mechanisierung meines beruflichen Daseins hinausgehend meinen Beruf als Profession begreife. Eine Profession ist immer noch mal etwas anderes, als einfach nur eine bestimmte Tätigkeit auszuführen. Die berufliche Orientierung als Profession zu bezeichnen, rechtfertigt sich dadurch, dass niemals in Ihrem beruflichen Leben, wenn Sie in die Erziehungswissenschaft und ausgehend davon in die verschiedenen Handlungsfelder gehen, eine Situation der anderen gleicht. Niemals. Das heißt, Sie brauchen immer eine gute Basis, eine hohe Flexibilität, einen ganz großen Fokus auf Situativität und auf Orientierung in dieser Situativität. Und deshalb spricht man von einer Profession. Das ist mehr als einfach nur jeden Tag die Post auszuteilen. Oder so. Und der forschende Habitus, den wir in unseren beruflichen Orientierungen brauchen, ich glaube, den habe ich vorhin ein bisschen klar gemacht. Wenn ich nicht in Frage stelle, kann diese Profession sich nicht weiterentwickeln. Sondern fängt an, sich in redundanten Schleifen immer wieder das Gleiche, ach, der ist wie Max. Max hatte ich vor 2 Jahren, da hat das auch gewirkt. Komisch, warum wirkt das jetzt bei Leo nicht? Na, dann funktioniert es nicht. Dann sind wir nicht situativ. Dann sind wir nicht am einzelnen Individuum wertschätzend dran, sondern machen irgendwelche an den einzelnen Bedarfen vorbeigehenden Handlungen. Jetzt komme ich zur Studienstruktur. Wir haben noch 25 Minuten, allerhöchstens. Jetzt flitze ich mal eben durch die Studiengänge. Die Fakultät Erziehungswissenschaft der Uni Hamburg bietet ihre Angebote wie in fast allen Bundesländern im gestuften Studiensystem an. Das heißt, wir bieten Bachelor- und Masterstudiengänge an. Ein Bachelorstudiengang dauert 6 Semester, es sei denn, Sie brauchen länger Zeit, die Sie sich auch nehmen dürfen. Ja, nicht falsch verstehen. Wenn wir von Regelstudienzeit sprechen, dann geht es nur darum, dass wir Anhaltswerte haben. Sie können auch länger studieren und sich Zeit lassen. Das ist zum Beispiel im Kontext von Auslandsaufenthalten hochbedeutsam. Manchmal ist es so, dass wir Auslandsaufenthalte so auf den Weg bringen können, dass das eine Semester, das so anders studiert wird, hier weitgehend angerechnet wird. Manchmal ist es aber auch so, dass Studierende sich in Kontexte hineinbewegen, in denen Sie was ganz Neues erfahren. Wenn Sie sich am universitären Erasmus-Programm beteiligen, dann werden Ihnen diese Leistungspunkte, die Sie im Ausland erwerben, oftmals 1:1 angerechnet. Wenn Sie sich aber über den europäischen Rahmen hinaus bewegen, dann kann es durchaus sein, dass Sie ein Jahr in Puerto Rico sind, ganz, ganz viel lernen über Unterrichtshandeln in oder sozialpädagogische Zusammenhänge von oder ich habe keine Ahnung was, dies aber hier noch mal ein bisschen nachholen müssen, was Sie hier bei uns versäumt haben. Das kann man im Einzelfall, muss man das jeweils entscheiden. Es kann durchaus sein, dass ein Auslandsaufenthalt dazu führt, dass Sie ein bisschen länger studieren. Also die Frage ist gerade, ob es egal ist, wie alt man ist, wenn man studiert. Na klar ist das egal. Wenn Sie ins Ausland gehen wollen, an der Fakultät für Erziehungswissenschaft gibt es ein Auslandsbüro, das Ihnen sehr viel Unterstützung gibt. An der Universität überhaupt gibt es sehr viel Unterstützung. Wir engagieren uns sehr für Internationalisierung. Da sind Sie in Hamburg an einem wunderbaren Standort, wenn es darum geht. Und es kann dazu führen, dass Sie ein bisschen länger studieren müssen.
Aber sollen wir mal unter uns sein, so what? Ja? Wo ist das Problem? Diese Bereicherung, die Sie im Ausland erfahren, kann Ihnen doch niemand mehr nehmen. Hier wird gerade gefragt, wie die Erziehungswissenschaft zu politischen Entscheidungen steht, die in anderen Ländern ganz andere Bildungssysteme entwickelt, eingeführt haben, wie auch immer. Es gibt natürlich eine ganz große Debatte um die verschiedensten Formen von, um die verschiedensten Strukturen von Bildungssystemen. Wir haben ganz lange alle gemeinsam auf Finnland geschaut, weil Finnland ja eine Zeit lang so ein PISA-Überflieger war. Und wir haben viel aus Finnland lernen dürfen, wirklich, das ist interessant. Allerdings muss man immer dabei auch berücksichtigen, welche Bedingungen flankieren diese bildungspolitischen Maßnahmen, die da auf den Weg gebracht werden. Die Erziehungswissenschaft hat dazu sehr, sehr viel zu sagen. Es gibt sehr viele international vergleichende Untersuchungen und so weiter und so fort. Allerdings ist die Erziehungswissenschaft für die Politik des Bildungssystems in Deutschland ratgebend, aber nicht bestimmt. Es hängt also immer von ganz vielen Bedingungen ab, was Gesellschaften zustande bringen. Wo wir gerade beim Fragen sind, ist noch... Ja? Hier wird gerade gefragt, ob die Lehramtsstudiengänge nach dem Bachelorstudium schon irgendwas an Valenz mit sich bringen. Valenz heißt, haben Sie einen Wert für eine berufliche Orientierung? Ich vermute, dass Sie eine Valenz haben, ich vermute aber, dass Ihnen diese Valenz nicht ausreicht. Ich springe jetzt mal ein bisschen weiter in einen typischen Studiengang hinein. Und zwar nehme ich mal den Studiengang Lehramt Primar- und Sekundarstufe, kurz bei uns LAPS genannt. LAPS bedeutet, Sie können später, wenn Sie dieses Studium durchlaufen haben, in der Grundschule oder in der Sekundarstufe 1, also im Moment aktuell Stadtteilschule, unterrichten. Wenn Sie den Bachelor durchlaufen haben, dann schreiben Sie am Ende eine Bachelorarbeit und können mit dem Bachelor in die weite Welt hinausgehen. Sie werden aber im Schuldienst mit einem normalen Anstellungsdesign eher weniger Chancen haben. Der Lehramtsstudiengang besteht aus dem Bachelor mit 180 Leistungspunkten und aus dem Master mit 120 Leistungspunkten. Der Bachelor ist 6 Semester lang, dann gibt es diese Bachelorarbeit als eine Art Zwischenprüfung zu begreifen und dann kommt der Masterstudiengang. Und erst dann, wenn Sie das Paket insgesamt studiert haben, können Sie ins Referendariat, das heißt in die Vorbereitungszeit gehen, die nochmal 15 Monate lang ist. Hier wird gerade gefragt, ob die Valenz des Bachelorstudienganges, wenn er absolviert ist, ausreicht, um damit in den Master der Erziehungswissenschaft grundständig zu wechseln. Nein. Was wir tun, wenn Sie in einen Masterstudiengang wechseln, der nicht konsekutiv stringent zu dem eigentlichen Studienvorhaben ist, ist, dass wir eine Einschätzungsberatung vornehmen und mit Ihnen genau ausrechnen, welche Kurse Sie sich anrechnen lassen können im Übergang in einen anderen Studiengang. Dabei wird das, was Sie an erziehungswissenschaftlichen Studien im Bachelor des Lehramtes gemacht haben, nicht ausreichen, um alles zu erfüllen, was Sie im Bachelor grundständige Erziehungswissenschaft erfüllen müssen. Deshalb wird es wahrscheinlich dann darauf hinauslaufen, dass man sagt, wir würden Sie in Semester 3 oder 4 einstufen. Und alles andere müssten Sie dann nachstudieren. Was davon anrechenbar ist, das hängt jeweils von den verschiedenen Universitäten, den Zulassungsbedingungen und so weiter und so fort ab. Bei uns gibt es eine ausführliche Einschätzung, Einstufungsberatung, die bei uns Herr Grützmacher im Haus vornimmt. Auch wenn es um einen Wechsel aus einem Gymnasial zu einem Primar- und Sekundarstufenstudium oder wie auch immer geht, da gibt es Einstufungsberatungen. Wenn Sie eine berufliche Ausbildung abgeschlossen haben und ins Berufsschullehramt gehen wollen, sind Sie bei uns genau richtig. Für das Berufsschullehramt brauchen Sie berufspraktische Erfahrungen. Natürlich werden die in dem Kontext angerechnet. Da hätten Sie es eher schwerer, wenn Sie keine Berufsausbildung haben, dann müssen Sie nämlich so und so viele Praktika in anderen Bereichen nachweisen.
Wenn Sie eine Berufsausbildung gemacht haben und dann in ein Lehramt gehen wollen, das kein Berufsschullehramt ist, starten Sie genauso wie alle anderen im Zulassungsverfahren. Sie haben Wartesemester wahrscheinlich. Diese Wartesemester werden aber, wenn ich sie so anschaue, nicht ausreichen. Das ist ganz einfach zu begründen. Wir haben früher ein ganz großes Konvolut an Wartesemesterstudienplätzen gehabt. Das hat sich sehr, sehr verjüngt. Wir lassen sehr wenig Studierende über Wartesemester zu und die meisten lassen wir über NC zu. So. Deshalb nehme ich nicht an, dass Sie zu dieser Kohorte gehören. Ich möchte noch was zum Zulassungsverfahren sagen. Das wird immer mal hier und da ein bisschen falsch verstanden. Wenn Sie sich auf ein Lehramt bewerben, ich nehme jetzt mal Lehramt, weil es da immer so ziemlich auswüchsig ist, da haben Sie teilweise sehr hohe NCs. Was ist ein NC? NC ist der Notendurchschnitt, mit dem im letzten Jahr, bevor Sie sich beworben haben, der schlechteste Student angenommen worden ist. Wir füllen alle Studienplätze auf und der mit der Note, der als letztes noch reingekommen ist, das ist der NC. Da haben wir manchmal Fächer, da ist der NC bei 1,1. Locker zu schaffen, ne? Bleiben Sie bitte trotzdem bei Ihren Interessen und versuchen Sie sich trotzdem zu bewerben. Denn was wir nach der NC-Festlegung haben, sind Nachrückverfahren. Das heißt, wir teilen erstmal zu und dann sagen aber 70 von 200 zugelassenen Studierenden, ich gehe doch lieber nach Heidelberg. Und dann sind diese 70 Studienplätze wieder frei. Und dann kommt es zur Nachrückerwelle und diese Nachrückerwelle ist nicht NC-adäquat, geht nicht in die NC-Berechnung rein. Bleiben Sie sich erstmal treu und versuchen Sie es erstmal. Die Lehramtsstudiengänge sind also Bachelor, Master, Vorbereitungsdienst. Die Lehramtsstudiengänge zeichnen sich in Hamburg durch einen großen Anteil an Praktikumserfahrungen, die wir Ihnen zukommen lassen, aus. Im ersten Semester erleben Sie eine praxisbezogene Einführung in das Studium. Dann gibt es jetzt nur für die Sonderpädagogen im zweiten Semester ein Erkundungspraktikum. Das haben die Sonderpädagogen so früh eingeführt, damit man sich sehr schnell orientieren kann, ist das eigentlich mein Handlungsfeld, weil es bestimmte Herausforderungen mit sich bringt. Und dann gibt es am Ende des fünften Semesters ein integriertes Schulpraktikum, in dem Sie 4 Wochen im Unterricht sind. Davon mindestens 30 Stunden intensiv beobachten und davon mindestens 10 Stunden unterrichten. Und dann machen Sie nach dem sechsten Semester oder etwas später, je nachdem, Ihr Bachelor, Ihren Bachelor. Dann gehen Sie ins Masterstudium. Jetzt kommt die ganz große Frage, werden denn alle genommen? Wir tun alles dafür, um alle zu nehmen. Wir haben einmal eine Situation gehabt, da ist es nicht gelungen. Wir tun alles dafür, alle zu nehmen und in den letzten Jahren hat es auch immer funktioniert. Also diese Erwartungsangst, schaffe ich die Hürde, weil ich mich ja neu bewerben muss, möchte ich Ihnen ein bisschen nehmen. Im Masterstudium haben Sie dann ein Kernpraktikum, das besteht aus Praxiserfahrung im Laufe des Semesters und einem anschließenden 4-wöchigen Block sowie Praxikumserfahrungen im Laufe des Semesters und einem anschließenden 5-wöchigen Block im zweiten und dritten Semester. Sie haben also sehr viel Praxiserfahrung. Und dann nach dem vierten Semester des Masterstudiums kommt Ihre Abschlussarbeit und der Übergang in den Vorbereitungsdienst. Das ist erstmal diese ganz grobe Struktur. Kleine Anmerkung am Rande für alle diejenigen von Ihnen, die sich für die Primarstufe interessieren. Wir haben das Klassenlehrerprinzip. Das meint, dass Sie Mathematik unterrichten müssen. Und Deutsch. Wenn nun aber Deutsch und Mathematik nicht Ihre gewählten Unterrichtsfächer sind, dann braucht es natürlich trotzdem eine Schulung. Und deshalb gibt es 2 Module, die Sie absolvieren müssen im Grundschullehramt, oder wir nennen es im Moment ja noch Primar- und Sekundarstufe. Das eine ist fachdidaktische Grundlagen vom Deutschen, FDGS, der Sprache Deutsch, und das zweite ist fachdidaktische Grundlagen der Mathematik. Das müssen Sie absolvieren, wenn Sie Lehramt, Primar- und Sekundarstufe studieren. Ich
Sag das lieber rechtzeitig, damit sich keiner überlegt, ach, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Macht es einen Unterschied, ob man einen Bachelor und Master macht oder in einem anderen Bundesland ein Staatsexamen? Es gibt nicht viele Bundesländer, die im Moment Staatsexamensabschlüsse haben. Es gibt, glaube ich, 2, 3, mehr nicht. Natürlich sind die nach dem Vorbereitungsdienst vollständig kompatibel. Wie weit die vor dem Vorbereitungsdienst kompatibel sind, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das müssen Sie im Einzelfall in Erfahrung bringen. Das hat was mit Kombinationen und mit Lernbereichen und so weiter und so fort zu tun. Wir arbeiten uns jetzt fragend durch die Struktur, das ist auch ganz gut. Welche Bachelorstudierenden kommen in den Masterstudiengang? Wenn zu wenig Plätze in den Masterstudiengängen vorhanden sein sollten, dann wäre die Note das entscheidende Kriterium. Allerdings möchte ich Sie bitten, sich keine Sorgen darüber zu machen. Wir sind aus dieser Diskussion lange raus. Wir haben von den Fächern die Zusage, dass alle aufgenommen werden, und wir selber haben auch ausreichend Plätze geschaffen, sodass diese Hürde nicht mehr existiert. Was ist mit der Problematik, dass es wenig Referendariatsplätze gibt? Informieren Sie sich vorher über die Mangelfächer. Wir haben mal einen Durchgang gehabt, da haben wir 165 Religionsstudierende gehabt. Evangelische Religion. Die werden Sie mal los in Hamburg. Das dauert einen Moment, bis die alle ins Referendariat überführt werden. Ja? Da muss man wirklich gucken. Es ist allerdings im Moment eine gute Zeit. Es werden viele Menschen im Vorbereitungsdienst gebraucht. Allerdings würde ich immer auch einen Blick aufs Fach halten. Hier. In welchem Fach schreibe ich meine Bachelorarbeit und in welchem Fach schreibe ich meine Masterarbeit, wenn ich Lehramt studiere? Wenn Sie Lehramt an den Regelschulen studieren, schreiben Sie Ihre Bachelorarbeit vorzugsweise in einem Ihrer Unterrichtsfächer und die Masterarbeit vorzugsweise in der Erziehungswissenschaft. Ganz einfache Regel. Man kann auch abweichen davon. Man kann auch sagen, die Erziehungswissenschaft interessiert mich so sehr, ich möchte schon meine Bachelorarbeit schreiben. Aber dann müssen Sie natürlich einen Prüfer haben, der bereit ist, das abzunehmen. Wir haben im Moment viele Bachelorarbeiten auch in der Erziehungswissenschaft. In anderen Bundesländern gibt es Sachkunde. Das gibt es bei uns nicht so. Ich muss ganz kurz mal eben blättern, was wir hier haben. Sie haben die Fächerkombination im Lehramt Primar- und Sekundarstufe, sehen Sie hier. Da sehen Sie natürlich auch Fächer wie Technik oder Sozialwissenschaften, die also Ränder der Sachkunde bedienen. Und es gibt überdies Lernbereiche. Sie müssen neben diesen Fächern unter Erziehungswissenschaft und der Grundschulpädagogik hier bei uns auch einen Lernbereich wählen. Das ist zum Beispiel darstellendes Spiel oder eben auch der Lernbereich Sachunterricht. Wenn Sie in umgebende Bundesländer wollen, empfiehlt es sich manchmal, diesen Lernbereich zu wählen, weil Sie sonst in einigen Bundesländern nicht unbedingt eine Möglichkeit haben, in den Vorbereitungsdienst überführt zu werden. Ich will ganz kurz, uns läuft ein bisschen auch die Zeit davon, die allerletzte Folie aufmachen. Wir sind ein bisschen gesprungen, ich habe das schon gesagt, aber ist nicht so dramatisch. Hier sehen Sie auf der allerletzten Folie alles Mögliche an Informationsquellen, wo Sie über Strukturen, Aufnahmebedingungen und so weiter und so fort sich informieren können. Es gibt einen ganz großen Bereich, der heißt lehramt.uni-hamburg.de. Da lesen Sie alles Mögliche nach über das Lehramt. Es gibt, was ich auch immer sehr interessant finde, die Seite des ZLH Hamburg, das ist die dritte von unten, Zentrum für Lehrerbildung Hamburg. Die haben wunderbare Informationsquellen und Schaubilder für Sie zur Verfügung gestellt, in denen Sie sich nochmal über die Studienstrukturen und alles, was wir heute nicht bearbeiten konnten, informieren können. So, nochmal zusammengefasst, es gibt in Hamburg 4 Lehrämter. Das eine Lehramt ist Lehramt für Primar- und Sekundarstufe. Wir unterscheiden also nicht zwischen Grundschule und Sekundarstufe 1.
Noch nicht, das wird in einigen Jahren anders sein. Aktuell unterscheiden wir nicht. Das heißt, Sie studieren quasi eine Doppelqualifikation und können sich im Anschluss für das Grundschullehramt oder für die Stadtteilschule entscheiden. Die zweite Lehrform, die Sie bei uns studieren können im Lehramt, ist das Lehramt an Gymnasien. Da studieren Sie also alles, was Sie fürs Gymnasium brauchen. Hier beginnt es dann auch Sekundarstufe 1, aber im Gymnasium, und Sekundarstufe 2. Oder Sie studieren Lehramt an Sonderschulen oder eben auch Sonderpädagogik mit dem Kontext, dass wir uns im inklusiven Modus beschäftigen, mit einem etwas anderen Profil Ihrer zukünftigen beruflichen Ausrichtung als noch vor 10 Jahren. Oder Sie studieren Berufsschullehramt. In den beruflichen Schulen haben Sie die Fachrichtungen, die hier aufgelistet sind. Die wählen Sie. Also Sie wählen eine Fachrichtung und ein Unterrichtsfach. Das ist Ihre Kombination. Das geht von Bau- und Holztechnik über Chemietechnik bis Wirtschaftswissenschaften auf der beruflichen Seite, und auf der anderen Seite geht es ganz einfach um Unterrichtsfächer, wie Sie sie auch kennen. Ich war noch mal ein bisschen vom Weg abgekommen. Was ich Ihnen nämlich zeigen wollte, ist noch, die Schwerpunkte im Bachelorstudium der grundständigen Erziehungswissenschaft sind bei uns. Sie wählen also im Bachelorstudium einen Schwerpunkt, wenn Sie Erziehungswissenschaft ohne Lehramt studieren. Und da können Sie wählen zwischen Behindertenpädagogik, Erwachsenen- und Weiterbildung und Sozialpädagogik mit Fokus Kinder- und Jugendbildung. Das nochmal eben zur Kenntnis für diejenigen, die hier sind, weil sie sich nicht so sehr fürs Lehramt, sondern eher für die grundständigen Ausbildungsgänge interessieren. Für das Lehramt am Gymnasium, wie viele Fächer Sie belegen müssen, Erziehungswissenschaft und 2 Unterrichtsfächer. Wobei, das will ich sagen, Hamburg hat eine unglaublich hohe Kombinationsvielfalt. Was unsere Fächerkombinationsvielfalt angeht, sind wir, glaube ich, ungeschlagen. So, ich würde jetzt ganz gerne, wenn es keine inhaltlichen Fragen mehr gibt, für heute schließen, damit das Gerummele so ein bisschen zu so einem gemeinsamen Ende führt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich richtig entscheiden. Ich wünsche Ihnen natürlich auch, dass Sie zu uns kommen. Wir freuen uns über viele junge, neue Studierende und viel frischen Wind in unseren schönen Räumen, die wir inzwischen haben. Vielen Dank. Ja.